Ja. Gut, wir sind wieder dabei. Dieses Mal spielt Chrono Cross. Das Problem ist, die PS2 rendert das so, dass der Bildschirm etwas seltsam verschoben ist. Das Licht an meiner PS2 oder meinem TV. Frühere TVs haben das geschafft. Dieses Ding setzt. Wenn es bei US-Spielen setzt das Ding hoch. Setzt das Ding hoch. Ja. Das kommt daher, weil das Ding wandelt das NTSC-Signal in ein PAL-Signal um. Und da passiert dann so ein Schwachsinn. Nochmal so stark. New Game. Da sieht man Tippen. Was das auch zu bedeuten hat. So, das stand da sehr gut. Ja, so heißt die Figur. Das ist unser erstes Map. Wenn das Julia sieht, sagt nur Särge. Vibrationsfunktion. Was auch hier inzwischen. Ja, typisch Square Enix, erstmal eine lange Filmsequenz. Wie immer. Hätte nur so den Controller so. Und ist das so am Vibrieren? Ich denke, der ist total am Zittern. So, da sind wir. Bisschen Gelaber muss immer sein, das ist ein Square Enix-Spiel. Bisschen schwachsinniges Gelaber ist da immer. Aber wir sind jetzt schon mal vorbei. Ich muss den Analogstick erstmal einschalten. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Wie immer, da leuchtet irgendwas. Woran merkt man das? Woran merkt man, dass welches Spray, dass irgendwas Wichtiges in dem RPG ist, es leuchtet. Da ein Barfuß? Ja, ne? Ja, der Buschmann. Der ist aber wirklich. Wenn ich aus dem Tempel rauskomme, was zu sehen, das ist hier tatsächlich wegen so einem Südseedorf mit einer geilen Südseeoptik. Da muss ich hin. So. Das Gute ist, bei dem Spiel hier gibt es keine Zufallskämpfe. Die Leute laufen hier so rum. Das heißt, man muss den Leuten quasi von wo sie loslaufen, damit man kämpft. Da steht es. War da nicht nur einer? Sind da auf einmal zwei? Ja, das ist hier immer so bei dem Spiel. Bei dem Spiel, Gruppen von Monstern sind immer gleichbedeutend mit einem Monster. Mysteriös. War vorher einer. Die Hydra. So, muss ich auch mal machen, meinen Arm nehmen und dann so verprügeln. Ja, beim Kölner Hauptbahnhof wäre das nützlich. Der
der Barfußmann, der sogar in Unterhosen. Den nennt man die Geschichte der Öffentlichkeit. Exhibitionisten. So, den haben wir erledigt. Ihr könnt es nicht hören, wahrscheinlich auf dem Stream auch nicht, weil ich irgendwie die Einstellung ein bisschen gebaut habe, aber das Spiel hat echt eine geile Musik. Da können wir nur nichts. Also, ihr hört den Ton, aber wir hören den Ton nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt, weil ich den irgendwie falsch eingestellt hatte. Eine Fledermaus. Batman. Wie es immer heißt. Ich kämpfe mich erst auf gegen Fledermäuse. Ja. Bei Pokémon ist ja auch so. Da kämpft man ja auch, wenn man durch die Höhe geht, erstmal 2 Stunden lang gegen Fledermäuse. So. Einfach mal draufhauen. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass das verbeult ist. Das. So. Aufgrund dessen, dass hier keine Zufallskämpfe sind, ist dieses Spiel hier deutlich angenehmer als die ganze Final Fantasy Titel auf der Konsole. So, wo bin ich jetzt? So. Schön. So läuft man gegen die Wand. Ich bin heute auch gegen die Tür gelaufen. Ich wollte ins Badezimmer gehen. Ah, ich muss da hoch. Ich hab gedacht, die Türe wäre offen. Ich laufe voll gegen die Türe. So. Jetzt? Ist hier irgendwas? Nein. Ja. Der Nacki-Guy war da nicht. Ich glaube, wir müssen noch... Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich zu dem leuchtenden Ding. Zu dem Ding. Was ist das? Was ist das für ein Ding? Der Gold ist der Nacki. So. Gut. Das war es scheinbar. Probieren wir es mal aus, ob das so geht. Oder ob wir dann noch mehr von den Dingern finden müssen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es hier noch mehr von den Dingern gab oder ob das das einzige war. Aber ich kenne solche Spiele schon zu genügend. Ja, wir kommen weg. Warum das so lange dauert, das ist die Ladezeit der CD. Man kaschiert das, statt dass da steht, wird geladen. Ja. Zur Erklärung, wie diese Spiele funktioniert, dass da unten. Das ist keine 3D-Landschaft, das ist ein Bild. Wo? Ja, das da unten, was du siehst, die Umgebung, das ist ein Bild. Das ist wie ein Foto. Okay. Man hat aber eine 3D, man hat das vor dem Computer erzeugt und das Bild abgespeichert. Und die Leute laufen da hoch, laufen da drauf. Die Leute laufen auf dem... Das sind 3D-Figuren, die de facto auf einem JPEG rumlaufen. Das hat man mit
Deshalb sehen die Umgebungen auch noch deutlich besser aus als die Figuren, weil das hier, weil die Umgebungen, die sind quasi mit einem Hochleistungsrechner vorgerendert als Bildchen macht und das hängt man dahinter hinten hin. Ganz. Und die Sequenz ist jetzt komplett vorgerendert auf dem Hochleistungsrechner. Mit Autodesk war ja wahrscheinlich mit der uralten Version von Autodesk war ja. Wenn ihr wissen wollt, was Autodesk Maya ist, schaut euch die anderen. Schaut euch meine 3D-Filme an auf dem Film. Ich benutze dieselbe Software wie die hier. Jetzt sind wir im Dschungeldorf. Wir haben es geschafft. Wir sind im Dschungel. Guten Morgen, Daddy. Alte RPGs halt eben, kennst du ja. Im alten RPGs verpennt man. Was passiert in alten RPGs als erstes? Man verpennt. Komischerweise gibt es keine RPG-Figur damals, die pünktlich aufgestanden wäre. Ja, das habe ich gemeint von der Optik her. Das sieht doch irgendwie cool aus. In Nintendo, Zelda ist doch auch, Wii war das, Zelda, da war der Link da am Schlafen, man hat irgendwie, war der Albtraum, und das musste der irgendwie der Drache von dem, musste den irgendwie aufdecken. Ja, genau so. So ist das. Das ist so, sowieso, wenn es um altertümliche Traditionen bei Videospielen geht, Nintendo ist immer so eine Sache. Die sind immer die unmodernsten. So. Bewegungsunscharf hier ist furchtbar, muss ich sagen dazu. Ja, das sieht stark aus, wenn die Felder. Ja. Der Unterschied, das hier ist, das ist rundenbasiertes RPG, das andere ist Action-RPG. Der ist gerade auf der Stelle gelaufen. Ja, das ist Leda, geschrieben 2E. Lena mit einem E ist ja unmodern, deshalb schreiben wir es ja mit zwei E. Hier. Und wie immer erstmal mit Dorfbewohnern quatschen. Das Gute ist, ihr habt aber gesehen, der Einstieg bei Chrono Cross geht schneller voran als bei manch anderes Square Enix RPG. Passa, wie ich. Hört sich an die Opossum. Muss mal ehrlich so sein, von der Grafik her, das Spiel hier ist fast wie Urlaub, finde ich. Ja. Mal ein kurzer, kostenloser Trip in die Südsee. Und aus dem Grunde, allein schon wegen diesem Tropenfeeling, ist das eines meiner Lieblingsspiele auf den damaligen Konsolen, weil kein anderes Spiel hatte das so in der Richtung. Ich kenne auch heutzutage kein Spiel, was so ist. Mittelalter oder Cyberpunk, da gibt es jedes Jahr mindestens 5 Spiele von, aber so eine Optik, das sieht man so selten. So? Ich hab jetzt aber da ist ein Chihuahua. Du hast mir sehr große Ohren. Wurde übergroßen. Ja? Ich hätte jetzt gedacht, dass das eine kleine Haus wäre. Das ist eine Tür. Ja. Das ist so verpixelt, dass er nicht sehen kann. Noch ein Hund! Noch ein Hund.
Was ihr sieht, ist ein Hund, was ihr hört, ist ein Staubsauger. So. Das da auch mal. Also, was würde ich denn jetzt machen? Du musst da raus aus dem Dorf? Und dahin. Schneller? Ich schon mit dem kannst du schneller, mit Kreis kannst du schneller. Da vorne. Nein, da unten bist du hin. Ich hab mich vertan. Da unten, jetzt X. Jetzt X. Ja? Das sieht auch mal wieder krass aus, wie so eine Tropenlagune. Oder? Und Claudia, findest du auch, dass das krass aussieht? Ich komme hier nicht vorbei. Okay. Also das ist jetzt sehr seltsam, das wisst ihr mal eigentlich. Ja, kannst du Stein einfach mal zur Seite schieben. So. Ich kämpfe jetzt auch mal. Genau. Hier finde ich die Kämpfe erträglich. Auch erträglicher als im Fall des Feldes, die 13 oder so. Mit X wählst du aus. Und jetzt kannst du auswählen die Stärke. Die Stärke. 3 ist... Warte, wie kenn ich denn? X. Okay. Claudia? Ja? Lass mal bitte die Hunde wieder raus. Und nochmal X. Komm raus! So. Ich fragte hier momentan, du hast keine Auswahlmöglichkeit, einfach draufhauen. Ja, einfach mehrfach X drücken. Der macht es von allein. Mach mal X. Taktik ist hier nicht erforderlich. Du haust hier einfach mal drauf. X. Ihr lernt einfach, was du hier. Humor. Ich glaube, auf Englisch heißt Humor auch so viel wie Saft. Saft? Ja. Es gab im Mittelalter die sogenannte Vier-Säfte-Lehre. Das ist gar kein Weg. Ah, ich weiß, ja. Ich weiß, was du tun musst. Ah, ich kapiere. Die Höhle nicht, ne? Nein. Gehen wir nach oben. Da, von da kommen wir doch. Ja, gehen wir nach da. Den Velociraptor, den musst du fangen und bekämpfen. Die musste fangen und bekämpfen. Ja. Und den Stein kannst du zum taktischen Vorteil nutzen. Ach so. Du kannst ihn davor schieben und kannst ihn dann von oben da rein. Wie kommt der? Ja, der kommt von oben. Der steht jetzt wieder oben. Wie schiebe ich also? Oben, den kannst du dann wieder reinlocken. Das ist auch so typisch. So, und jetzt da runter. Runter. Da bist du. Da kannst du kämpfen. Jetzt einfach auf X drauf. Immer X, okay. Und jetzt brauchst du nicht viel Denken dabei. So. Das ist so typisch für japanische RPGs. Egal wo du bist, du kämpfst immer gegen Saurier. Das geht einfach. In dem Zustand brauchst du jetzt nicht viel denken dabei und nicht viel entscheiden. Entscheiden kommt erst, wenn du zaubern kannst.
Akkus. Du hast einen davon gefunden. Ja, X. So. Jetzt kannst du da lang. Da kannst du runter. An den Korallen kannst du runter. Den wird nicht aufhören, oder? Ja. Gerade weiß ich nicht, ob es hier irgendwo was gibt, wo du... Ich pass dran! Ich hab den jetzt gleich. Doch nicht. Du hast es! Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ja, die hast du dann aber nicht mehr gebraucht. Gut. Einfach mal drauf. Ja. Das ist halt eben ein Repräsentant von so was. Oh, shit. Oh. Was ja. Oh. Das heißt, du musst ja nochmal. Ja. Oder musst du den nicht nochmal? Ich weiß es jetzt nicht. So. Ich weiß, was du machen musst. Geh da hin. Geh da raus. Und wieder rein. Was ist denn da verwirrt, siehst du gleich. Wenn du wenn du die richtigen Events ausgelöst hast, kommst du da in einem Paralleluniversum, wo du im Strand laufen. Wo du gestorben bist, kommst du da hin. Du musst da runter wieder. Im Wasser. Nein, andere Richtung. Allein schon wegen der Vegetation finde ich, das sieht mehr nach Urlaub aus als die. Das läuft ja im Wasser. Als beispielsweise Mario Sunshine oder so. Du kannst gar nicht so schnell im Wasser laufen. Richtig unrealistisch. Schaffen die das Spiel. Wow. Aber wo muss ich lang? Da lang. Ein dieses Teil. Ja. Ja. Genau, das hatte ich ja eben weit. Raus und wieder rein. Du musst den Stab hoch. Jetzt. Ach so. Ja, du musst den Stab. Rein und wieder raus. Rein und wieder raus. Wie bei Clockwork Orange, das alte Rennhausspiel. Mit der hier. Ja, das, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich, das ist kein Rendering, das ist natürlich so ein JPEG-Bild. Das ist nicht mehr. Okay, dann müssen wir, andere Videos suchen. Nein. Der ist von anderen. Nach unten? Der geht immer ein Stückchen runter. Ich bin leider nicht dran. So. Runter? Ja. Weiter unten? Genau. Wir sind hier erstmal weiter durch die Lagune. Kann man sich denn da auskennen? Ein dummer Mensch. Da kommt wieder so ein Monster raus. Das ruhe ich mich hier aus. Das ist so einer. Ha. Was kommst du? Wie komme ich jetzt da vorbei? Du musst es nur schön.
Oder übergroße Kaulquappen. Ehrlich gesagt, mich erinnert diese Teile eher an Pokémon, muss ich sagen. Aber das Zeug hat das wieder gebacken. Oh, das war jetzt aber gut im Zeug. Kann sein, dass wir jetzt hier ein bisschen gebaut haben, ich weiß es nicht. Was ist? Schauen wir mal, was da oben ist. Die Gegenfahrt ist dieser optisch nicht so schön aus, muss ich zugeben. Das erinnert mich an, wie hieß es nochmal, wo dieses Mammut ist, Ice Age. Diese, wo, ja. Wo die dann so vorbeilaufen, dieses Zeug aus der Route, und wo dann so ein Hühnchen vorbeigelaufen ist, und dann kommt da so ein Hühnchen. Ja. So was zu essen. Du hast uns noch gefunden. Jetzt bräuchte man wie ein Secret of Evermore, dass so ein Hund einen begleitet. Hund hat einen Knochen gefunden. Ach, die zum Thema Verfolgen, die verfolgen einen nicht so stark wie die Leute in Xenoblade. Was heißt hier? Heilen. Gesund, da wird, da kriegst du Schadenspunkte regeneriert. Die Deutschen haben da natürlich noch eine andere Assoziation mit dem Wort Heilen. Eine eher böse Assoziation. Da, da ist leider nichts. Ja, dann die ganzen Möwen. Ja. Das war zur Zeit der Hochphase von Squaresoft. Bevor die dann bei der PS3 abschießt. Ja, da geht was. Och, da geht doch was. Man sieht euch jetzt den Laufen dabei eines Steins. Nicht sehr nützlich. Ach, der hat seine, der hat für seine Freundin, hat der im Stein eine Liebesbotschaft eingeritzt. Oh, wie süß! Okay, ja, ich verstanden. Was hast du denn? Was ist das? Was ist das gerade? Hä? Komisch. Du bist gefangen in der Liebe. So, wir sind raus. Die ganze Zeit am Gaming. Genau. Ja. Ich muss aber da hoch, weißt du? Ja. Wieder mal. Das werde ich. Das wäre jetzt der Vorteil, wenn das hier ein Action-RPG wäre. Da kann man einfach mal runterspringen ins Wasser. Also da. Da unten. Solche Interaktionen, das gab es erst, naja, zu Ende der PlayStation 3, 2 Ära. Ich erinnere mich immer noch an das Pokémon Quappo. Ja. Wir müssen da wahrscheinlich, ja, da ist nichts, wir müssen nach unten. Wenn du erkunden willst, könntest du noch nach oben. Da müssten wir aber gleich erst hin. Da kommst du zu einem richtig fiesen Sumpf. Ja, versumpfen wir mal. Wenn ich gesagt habe, dann. Der lässt uns nicht vorbei. Komm jetzt, du Arsch. Bla 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 bla. Hilf mir.
Ah, da müsst ihr mal irgendwas tun. Ihr könnt mal irgendwas von dem. Der lässt uns nicht durch. Der Sack lässt uns nicht durch. Da bist du noch nicht hin. Da kommen wir auch nicht durch. Doch klar, ich komme überall durch. Ne, da sind zwei Leute mit Gewehren, die lassen uns nicht durch. Wir müssen wieder da unten die Saurier fangen. Welche Sau? Die Saurier. Der Die sind jetzt auf Nein! Du hättest Sau gesagt, hast du irgendwie auf die Beine gebracht oder so. Ja. Ja. Und die wartet immer auf mich. Weil du, ich würde mich im Gebüsch verstecken oder so. Du hast aber gesehen, was passiert, wenn wir hier nicht weiterkommen? Versuch mal eine andere Richtung vielleicht. Gut. Da kommst du nicht mehr hoch? Was? Du läufst immer im Kreis. Und da sieht man, mein Plan war auch schwach für dich. So. Die müssen wir natürlich nicht fangen. You gotta catch them all! Ich hab ihn aber bald, ja. Wie bei Pokémon, du musst sie alle fangen. Schnapp sie dir alle. Immer feste Druck. Jetzt haben wir den Saurierschnitzel. Magst du einen Saurier, ob du das schmeckt? Das wird mir bloß nie erfahren. Ja? Oder vielleicht auch. X. Nach unten? Da war jetzt noch der dritte Saurier, der uns eben abgehauen ist. Da. Hey, nein! Ich hab eine Idee. Versuch mal da hoch. Und dann wieder runter. Jetzt wieder runter. Nein, ist er nicht. So. Ich versuch mal die Saurier hier zu suchen. Shit, der ist schon wieder weg. Der ist schon wieder weg. Hä? Ich muss da auch irgendwie hin. Moment mal. Was kannst du mit dem Stab? Dann bekämpft dich schon noch. Ja. Dann ist es aber so eine Idee. Ich hab schon gedacht, ich kämpfe gegen diesen Berg.
diese andere Saurier, die brauchen wir aber nicht. Einfach schlacht. Das ist aber mal ein geiles Level ab. Wir hatten vorher 53 HP, jetzt haben wir 54. Ich bin gerade was am überlegen. Vielleicht... Ich kriege jetzt den Saurier. Den ersten Saurier, den wusste ich noch auswendig, aber... Was ist mit dem Stein da? Können wir mit dem Stein machen? Weiß es nicht. Runterschmeißen habe ich gerade auch gemeint. Da wurde ja stark, den kann man runterschmeißen, also muss man den runterschmeißen. Jetzt. Irgendwie nichts genutzt. Ah. Schlimm, wenn jemand einfach so seinen Dreck in die Gegend schmeißt. Keine Ahnung, was das auch heißt. Ich kann Englisch, aber das auch kenne ich noch nicht. Hey? Müssen wir den Saurier fangen, nur die Frage ist, gibt's ja noch einen anderen Saurier? Das Schlimme ist, dieser Saurier hat offensichtlich eine Fluchtroutine drin, um es mal so auszudrücken. Das heißt, der taucht nicht irgendwie wieder in den Map auf, der ist weg. Das ist gerade schwerer. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen anderen Saurier noch? Das wäre die Frage, gibt es hier noch einen zweiten Saurier? Noch einen vierten Saurier? Ja. Geh mal drauf, vielleicht haben wir es schon geschafft. Vielleicht brauchen wir den Saurier nicht. Vielleicht brauchen wir den blöden Saurier gar nicht. Was haben wir denn noch, wenn wir den Saurier haben? Wir wissen, der ist ja von dem Typen, müssen wir dann so einen Saurierzahn oder so bringen. Ja, noch einen Saurier, glaube ich. Okay, wir müssen den fangen. Toll. Schön, welche Menge X. Fange Menge X von Menge Y, von Gegenstand Y, fange. Ich hab mich gedacht, das ist auch mehr tot. Schlimm ist, ich kann gerade nicht meine Anleitung öffnen, weil. Aber den kriegt man noch gar nicht. Geht doch gar nicht. Was? Vor allen Dingen sind diese Dinger, die da die ganze Zeit rumlaufen, voll scheiße. Wenn man den ausweichen will. Wo kann ich denn hier hin? Da ist kein Weg. Da führt kein Weg hin. Ja, wie krieg ich diese blöden Sauberplatte? Wie krieg ich diese blöden Sauberplatte? So. Nein, shit. Das hat nicht geklappt. Das hat jetzt nicht geklappt. Da wünschte ich mir, das Spiel wäre wie ein Turok. Da könnte ich mal noch meine Pistole nehmen und sie niederknallen. Oder irgendwie mit Essen anlocken. Einfach zuschlagen. Hab! Und
der kommt auf uns zu. Shit! Oder wenn der auf uns zukommt, einfach springen bleibt. Lauf, lauf, lauf! Shit! Der ist weiter gewesen. Dann hab ich jetzt keinen Bock. Das ist schön, wenn die Kaulquappen interessiert sich für uns. Nur den anderen Ding nicht. Ach, da jetzt. Sag einfach, wir können auch nicht zu bleiben stehen. Oh nee, der steht nicht. Ist, der ist wieder weg. Wie mache ich dieses Ding? Ja. Hä? Ich hatte das schon mal gemacht. War, als ich 14 war, habe ich den Bastard schon getötet, aber... Mist. Mist! Sorry, da habe ich jetzt 14, habe ich dann ohne Probleme geschafft. Jetzt bin ich fast 30, doch nicht so alt. Ich schaff das nicht. Ernsthaft? Das ist einfach ein Tut dastehen, im wörtlichen Sinne. Mist! Immer weg. Wie kriege ich diese weg? Sorry, ja. Schnell! Der war ja fast! Da war der fast. Wie krieg ich diese beschissene Saurier da? Da weg. Ja. Werde. Das war jetzt. Shit. Was? Du bist? Wo ist ein Gewehr, wenn man zwei braucht? Wo ist ein beschissenes Gewehr, wenn man zwei braucht? Wie kriege ich diese Saurier da weg? Ich hab das da schon. Das ist schon dreimal gemacht. Werde! Ich heiße jetzt Sarsch, also wie ich Franzose, also sag ich Werde statt Scheiße. So sag ich immer Werde.
werde. Scheiße. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Blödes Vieh. Nein! Das ist weg. Die Scheiße wieder. Wie erledige ich den Saurier? Scheiße. Wie mache ich diesen Saurier platt? Beschiss. Ja, Leute. Wie gehe ich hier mit dem beschissenen Saurier um? Die komischen Geräusche macht ein Hund. Gerade. Und ich weiß nicht, dass man die.
Okay, ich weiß es. Okay. Nein, nein. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Eine Kaulquappe. So, jetzt. Saurier, die zaubern können. So was hat man auch selten gesehen. Gut, und jetzt. Ernsthaft? Noch so eine beschissene Kaulquappe. Du Hund! Du zerstörst mir die Handyauflage. Gerade da. So, da hoch. Juhu, ich hab's geschafft. Jetzt mach ich dich. Jetzt mach ich euch fertig. So eine Idee kommt mir auch nicht leicht, dass man da hochklettern muss. Houston, wir haben ein Problem. Da
Das ist kein Gefallgesorbler. Heilung, ja, drauf. Draufhauen, draufhauen. So. So. So, das Scheißding ist tot. Gut. Warms! Aber